Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, bald ist es soweit, bald haben wir Monat August erreicht. Das heißt, für uns wieder neue coole Titel erwarten auf uns. Und es sind in diesem Monat wirklich einige coole mit dabei. Einige, worauf ich mich persönlich wieder wirklich freue. Und darunter auch Spielerweiterungen. Also, in diesem Video habe ich wieder das Ganze für euch sortiert nach dem Release-Datum und es sind einfach die Top-Games, was meiner Meinung nach im August erscheinen. Und ja, wünsche ich euch viel Spaß in diesem Video und falls euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, dann verpasst ihr die nächsten Games nicht mehr. Also, starten wir direkt mit dem ersten Game und zwar am 8.8. erscheint Cat Quest 3 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S sowie die Nintendo Switch. Weiter geht es mit unserem nächsten Titel auf der Liste, der auch am 8.8. erscheint, und zwar SteamWorld Heist 2. Erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S sowie die Nintendo Switch. So, kommen wir nun zu dem nächsten Titel auf der Liste und zwar, das ist ein Game, worauf ich mich persönlich wieder freue und zwar die Remastered Version von Sam & Max. Also ich fand das Game damals richtig genial und jetzt bin ich gespannt auf die Remastered Version, was am 14.8. erscheint und zwar für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S sowie die Nintendo Switch. Weiter geht es mit Dustborn und zwar am 20.8. erscheint das Action-Adventure-Game für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und S. Thank you.
So, kommen wir nun zum nächsten Titel auf der Liste, worauf ich mich wieder freue, und zwar ist es die Erweiterung von Guild Wars 2. Erscheint am 20.08. und ja, ich habe das Game damals wirklich sehr lange gezockt, mittlerweile aus Zeitgründen nicht mehr so oft die Möglichkeit, aber in die Erweiterung schaue ich auf jeden Fall rein und schreibt bitte unten in die Kommentare rein, wer von euch Guild Wars 2 schon gezockt hat, beziehungsweise freut sich auch auf die neue Erweiterung. Weiter geht es mit einem coolen Action-Game namens Concord. Das Game erscheint am 23.08. für PC und PS5. So, kommen wir nun zum nächsten Titel auf der Liste, worauf ich mich wirklich freue und wahrscheinlich nicht nur ich, sondern sehr viele von euch da draußen können es kaum erwarten, ja, und es ist bald soweit und bevor ich den Namen verrate, sage ich schon mal an alle vielen Dank, die das Video bis jetzt angeschaut haben, lasst gerne ein Like und ein Abo da, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht mehr. Also ich glaube, es hat jeder schon mittlerweile erkannt, um welches Spiel es geht, und zwar WoW. World of Warcraft bekommt die nächste Erweiterung, und zwar am 26.08. Ja, ich kann es kaum sagen, wie ich mich wirklich drauf freue, es ist wirklich soweit. Also Dragonflight war richtig genial, also da war sehr viele Sachen, sehr viel, was WoW nach langer Zeit wieder mal gut gemacht hat. Und ja, ich freue mich auf die nächste Erweiterung, ich werde mir das Ganze natürlich holen und sehr viele Stunden damit verbringen. Schreibt gerne unten in die Kommentare rein, wer von euch auch schon sich darauf freut, beziehungsweise vielleicht sagen einige, nein, ich zock lieber Guild Wars 2 die Erweiterung. Schreibt gerne rein unter die Kommentare, aber ich freue mich wirklich riesig auf die Erweiterung und kann es kaum erwarten, bis es soweit ist. Yeah. Thank you.
Kurz vorm Monatsende, und zwar am 29.08. erscheint Vision of Mana für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und S. So, und für alle, die mit Guild Wars bzw. WoW nichts anfangen können, haben die Möglichkeit am 30.08. Star Wars Outlaws zu zocken. Das Game sieht richtig gut aus und erscheint für PC, PS5, Xbox Series X und S. So, unser nächster bzw. auch letzter Titel auf der Liste ist Sunset Hills. Das Game erscheint im August, leider konnte ich kein genaueres Datum rausfinden, für PC und Nintendo Switch. Also, sage ich schon mal an dieser Stelle, vielen Dank an alle, die das Video bis jetzt angeschaut haben. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, kommentiert gern unter dem Video, auf welchen Games ihr euch freut. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu den nächsten Videos.